YouTube, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei Rock Power TV. Heute mit einer Mod-Vorstellung für den LS17. Und zwar ist das Scania Volvo Container Pack. Es ist alles vom Eastside Modding. Es sind insgesamt 3 Packs, wo man auch bei Motorsch herunterladen kann. Wie gesagt, einmal das Volvo Container Pack und einmal eben das Scania Container Pack. Aber ich stelle euch das einzeln vor. Wie gesagt, zum Scania Container Pack gehört eben dieser Scania LKW. Da wisst ihr meine Meinung über den LKW, klingt furchtbar, sieht kacke aus. Dann eben hier dieser Auflieger für Container. Ja. Dann beim Volvo auf der anderen Seite haben wir eine Zugmaschine für einen 20 Fuß Container. Ja, diesmal wie gesagt Volvo. Sieht genauso bescheuert aus, hört sich auch bescheuert an. Wie gesagt, nicht böse sein, aber von den LKWs halte ich nichts. Dann wie gesagt ist ein Auflieger dabei. Ja, 20 Fuß Container, da passen 2 Stück drauf. Ich habe schon mal probiert, ob man auch einen 40 Fuß Container draufsetzen kann. Kann man. Aber man kann ihn nicht befestigen. Das geht nicht. Auf der anderen Seite zum Beispiel bei diesem Auflieger, da passen 2 20 Fuß Container drauf, aber auch natürlich ein 40 Fuß Container. Die Container im Einzelnen, wie gesagt, das ist ein 20 Fuß Container. Da gibt es welche mit URL Script, das ist das dritte Paket, das heißt Container mit URL Script. Ich glaube, das ist es gerade keiner, ich weiß nicht hundertprozentig, wie gesagt, sobald er drauf ist, kann man die Türen öffnen. Hier zum Beispiel ist einer mit Plane. Die Texturen konnten besser sein, aber man sieht es da unten. Die lassen sich öffnen, die Plane hochziehen, die Türen öffnen. Das gleiche bei dem 40 Fuß Container, nee, das war der 40 Fuß Container, der 20 Fuß Container. Hier haben wir nochmal ein 20 Fuß Container. Diese manche sind auch oben offen. Das muss ich auch noch hinzusagen, das sehen wir gleich bei der Draufsicht. Wie gesagt, das ist zum Beispiel ein 40 Fuß Container. Der könnte auch ein Skript haben. Wie gesagt, das sieht man halt erst, wenn auf dem Auflieger drauf ist. Türen lassen sich auf jeden Fall alle öffnen. Der könnte offen sein. Und dann, wie gesagt, ist bei diesem Pack von dem Volvo diese 3 Container noch dabei. Ein Hapag-Lloyd, der ist oben offen. Türen lassen sich nicht öffnen, erst beim Abkippen. Leider Gottes, genauso wie der. Dann haben wir hier den dritten, Hapag-Lloyd. Da ist das gleiche. Wie ich sehe, da oben eine Plane sogar. Die anderen haben das nicht. Dann ein 40 Fuß Container. Ach, seht ihr, ja, seht ihr. Der ist zum Beispiel oben offen, also für Schütt gut geeignet. Und der Container, da wurde überhaupt noch nicht schlau draus. Das ist ein Bürocontainer. Also sprich, der ist wirklich dafür da. Man kann reingucken, seht ihr. Das sind Büromöbel, Computer. Der ist irgendwie so ein mobiles Büro. Also kann man nur mit rumfahren, transportieren. Oder wenn man jetzt eine Baustelle hat, ihn abstellen als eben, was weiß ich, Bürocontainer. Ja, der ist so zum Beispiel, seht ihr. Wie gesagt, sind einige offen. Also kann man da reinlaufen. Tower Zone haben die keine. Doch die haben, also die Orangenen und der Tower, der hat. Also weiß ich jetzt nicht. Ja. Das oben auch zu. Ja, irgendwo ist noch ein 20 Fuß Container oben offen. Wie ist oben drauf? Das ist auch zu. Ja, ich glaube, das steht da hinten. Das sieht denn hier aus? Das ist zum Beispiel, wie gesagt, der mit URL-Skript. Wie gesagt, die, wo Plane haben, haben meistens URL-Skript. Aber wie gesagt, das hat auch manche nicht dazu. Die sind dann die, wo ihr ganz normal... ...normal mit Stapler befüllen könnt und die Paletten halt nach hinten schieben. Man kann man seitlich befüllen, etc. So. Dann, wie gesagt, die Container lassen sich nur mit Radladern. Ich sage es nochmal ausdrücklich. Ich habe auch schon experimentiert, nur Radlader.
dass es nur zwei Stück gibt, von Liebherr und von JCB, habe ich mal beide dahingestellt. Ich würde euch vorschlagen, nimmt vorne Zwillingsbereifung, weil gerade bei den Fußcontainern das ein ganz schönes Gewackel. Außerdem habe ich dazu genommen, das würde ich auch empfehlen, Heckgewichte. Gibt von JCB und auch für den Liebherr gibt es Heckgewichte. Die sind da hinten, das ist ein extra Pack, kriegt man auch beim Motorhoster. Das heißt glaube Radladergewichte und Teleskopladergewichte. Wie gesagt, und dann eben wie gesagt vorne Zwillingsreifen, das würde ich empfehlen. So, noch was zum Andocken, und zwar, die lassen sich nur auf einer Seite andocken, das zeige ich euch mal schnell. Moment. Man kann es nämlich sehen. Jetzt gehen wir zu einem anderen Container, auf der anderen Seite. Jetzt habe ich das einfach nicht, super. Oder Knopfeffekt. Ja, wie gesagt, ja, die haben eine Markierung. Ich weiß nicht, warum das da nicht ist. Ja, wie gesagt, man kann sie nur von einer Seite packen. Und ich habe schon gesehen, die haben da wirklich so eine Markierung für den Frontrad. Na egal. Werden wir gleich sehen. So, ich nehme mal den JCB. Dann nehmen wir mal, was haben wir denn als erstes? 40 Fußcontainer. Wie gesagt, Heckgewicht ist wichtig. Leute, denkt an Sägewicht, die braucht ihr. Weil wenn die dann noch gefüllt sind, angenommen ihr habt da Paletten drin von einer Produktionszweig, dann lagert die jetzt irgendwo im Bahnhof oder vielleicht baut ihr euch ein eigenes Lagergelände, das habe ich auch schon gemacht bei der Nordfriesischen Marsch. Dann ist das eben genial, oder Hafengebiete oder große Bahnhöfe, die lassen sich aufeinander stapeln, da bis zu zwei hoch auf jeden Fall, und das ist halt für Logistikfans was richtig Geiles. Wieder, da kommt schon das Zeichen, er hat angedockt. Wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen tüfteln, müsst ihr gerade kriegen und so. Wie gesagt, nur zwei hochgehen, die höher geht die nicht. Seht ihr, wie er schaukelt? Jetzt stellt euch vor, ich hätte das Heckgewicht nicht. Holla die Waldfee. Das wäre richtig krass. Weil das ein ganz schönes Gebackel, oder stellt euch nur mal vor, vorne nur stinknormale Bereifung. Normal würde ich mir wünschen, dass hinten auch noch Zwillingsbereifungen sind, aber leider nicht. So, schauen wir mal langsam vor. Ja, wie gesagt, da könnt ihr ein bisschen schön Containerbahnhof spielen. Das kommt bestimmt gut. Und wie gesagt, mit dem Draufsetzen, das ist halt ein bisschen Experimentierding. Weil wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen balancieren. Ja, ich habe schon einen Trick rausgefunden, ich gehe meistens her, gehe so drüber, setze den Frosch runter. Dass er fast gerade ist. Guck nochmal, noch weiter runter, noch runter. So, dann steige ich aus, setze mich in den LKW und fahre nur ein Stück zurück. Dass die Kante da ist, steige wieder aus, in den Radlader, das ist am einfachsten. Setze ihn ab, lasse ihn los. Wenn er dann wieder in den LKW geht, dann hat er die Funktion, das seht ihr unten schon, dieses Andockzeichen. Gehen wir ganz klar, dass ihr es auch seht. Weil im Augenblick ist er nicht befestigt, wenn er jetzt losfahren würde oder irgendwo eine Kurve würde der Container runterfliegen. Das Andockzeichen ist es nicht für den Trailer, also doch schon für den Trailer, aber halt nicht, dass es an den LKW angedockt ist, sondern dass ihr den Container andocken könnt. Einmal drauf gedrückt, seht ihr, zack. Ist drauf.
Ja, da ist zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, wie ich das gerade sehe, mit J und N die Türen zu öffnen. Da. Jawohl, geht. Einmal J, einmal N, jeder. Ja, das ist kein URL-Skript, dann könnt ihr das Ding nochmal beladen, irgendwie, wie ihr Bock habt, oder auch nicht, oder offen stehen lassen. Das müsst ihr entscheiden. So, ist der drauf. Hinten dieses graue Teil lässt sich rein und raus schieben. Was ich schon ausprobiert habe, das funktioniert bei dem Auflieger. Ihr könnt wie gesagt 20 Fuß Container hintereinander stellen. Jetzt zum Beispiel bei dem anderen, da gehen wirklich nur 20 Fuß hintereinander drauf. Ein 40 Fuß Container, das habe ich mal ausprobiert, er lässt sich zwar draufstellen, aber lässt sich nicht koppeln. Er lässt sich nicht, leider nicht. Und wie gesagt, guckt immer, wo die Türen sind, nicht, dass er den Verkehr draufstellt, gerade bei den 40 Fuß Containern. Das, was er bei einem Auflieger ist, wenn er da 22 Fuß Container drauf stellt, so was für Stückgut, da ist der hintere Container ist ein bisschen versetzt nach unten. Weiß ich, woran das liegt. Ist halt so. Ja, gucken wir mal, ich bin zurück noch. Absetzen. Ja, das ist recht gesagt, Staub. Okay. Was das ist für ein Kick war, weiß ich auch nicht. Liegen der Container, da gehen wir mal schnell in den LKW. Ja, den müssen wir nochmal nehmen. Und das Bild da rumflutschte, das war kein Mensch. Mal vorne drauf, damit er vorne hat. So, seht ihr, das Zeichen ist da, einmal drauf gedrückt, er ist fest. So, wieder raus. Den Radlader, der nächste Container. Ja, dann will ich jetzt immer auf die Seite sitzen. Wie gesagt, ich kann es euch jetzt mal kurz demonstrieren. Jawohl. Warum das der 40 Fuß Container nicht da hinten drauf geht. Ich verstehe es nicht, finde ich irgendwie schade. Aber es ist nun mal so, vor der Batterie. Ja, das ist so, wenn man ein langes Ding hat. Also achtet auf Bäume und alles.
aufsteigen. Draufsetzen, aber wie gesagt, nicht festkoppeln. Frag mich nicht, warum, wieso, weshalb. Ich weiß es nicht. Es geht wirklich nur mit 40 Fuß-Container. Wollen wir gar nicht weitermachen. Der nicht wieder. Den packe ich jetzt wieder, stellen wir auf die Seite. Da geht jetzt nichts. So, also tschüss. Mit dem kann man viel anfangen, auch wenn ihr ein Schlachthaus habt, dann könnt ihr den irgendwo auf die Seite stellen, später zum Beladen oder irgendwie. Das sieht schon cool aus irgendwie, das ist gebongt. Wie gesagt, für Hafengebiete finde ich das eine ganz große Idee. Wie gesagt, für die, wo halt unter euch richtig so Produktion, Logistik anspielen, so wie ich. Seht ihr? Guck mal schon raus, da an dem Container könnt ihr sehen. Seht ihr hier die Vorrichtung? Da, so sieht das aus, das habe ich gemeint. Das lassen wir noch mal drauf, damit ihr das seht und das ist gut. Wie gesagt, ich würde mich freuen, es gibt zwar, es gibt, würde ich Ihnen zusagen, so eine Traverse für Container gibt es in LS17. Ich habe schon runtergeladen, ausprobiert. Was soll ich euch sagen, Leute? Das Ding ist leider nur für Strohballen, für Quaderballen gedacht. Aber nicht für Container, was ich sehr, sehr schade finde. Das könnte man mal ändern. Weil diese Traverse lässt sich an allem anbringen, egal ob Radlader, Teleskoplader, Kräne oder so. Wie gesagt, finde ich halt sehr schade, geht aber nicht. Seht ihr? Der Pack, der ist drauf. So. Machen wir den zweiten. Und dann habt ihr gesehen, der funktioniert. Wie gesagt, ist halt schade, dass der für 40 Fuß Container nicht ausgelegt ist. Das ist ja auch eine coole Idee, gerade eben so ein Traktor hinten dran oder irgendwie, wenn der Bauer so einen Auflieger hat und hat einen Container, sagt er, oh, ich müsste euch mal mit dem zum Hafen fahren. Ist das Gewicht mehr runtergegangen. Ja, ihr seht schon, er hat keine Kollision, deswegen sieht es halt immer blöd aus, aber kein Problem. Also bei dem Container ist auch so, die Türen immer nach hinten. Und andocken. So sieht das aus. Ich kann sich mal zeigen zu Fuß. Dann die Fußcontainer, zwei Stück ineinander, egal welcher, passt wunderbar. Und dann, wenn ich den Hänger abkopple. Wieder hier.
dieser, der kann auch die Türen auf und zu machen und so weiter und so fort. Wie gesagt, ist ein Container mit URL-Skript. Dann habt ihr sogar die Möglichkeit eben automatisch zu beladen, Paletten, Quaderbeine, egal was, das müsst ihr halt selber einstellen, das geht ja. Dann müsst ihr nur schnell einen Test machen in eigener Sache. Und Abschluss. Also, ich finde das Geräusch so furchtbar. Das hört ja, als würde der mit Blattfuß fahren. Leute, Leute, seid ihr nicht böse, das ist grauenhaft, kann man nicht keine anderen Hindernis rausbringen. Es ist so ein cooles Pack, auch dieses Pack, wo ich schon vorgestellt habe, dieses AR, damit die, wo dann Stützen sind, also Wechseldrücken als Container, da habe ich ja richtig drauf gewartet, weil als dieses Pack rauskam, habe ich noch gedacht, oh mein Gott, wäre das geil, wenn, sowas jetzt als Dings rauskommen würde, weil das ist irgendwie besser, man fährt runter. Ja gut, egal, sei es drum. Ich weiß nicht, warum das sich nicht befüllen lassen. Ich dachte, das geht, aber egal. Wie gesagt, man kann eine Menge mit anfangen. Wie gesagt, wer es nicht braucht, der braucht es auch nicht runterladen und so. Wie gesagt, das ist halt wirklich was für Logistikfans, die dann eben mal Hafengebiet oder Bahnhof, da gibt es als mehr, wo große Bahnhöfe sind, oder gut, bei der nordfriesischen Marsch war das mal so, aber da hat er jetzt einen Schlachthof hingebaut. Da hätte man das nämlich auch richtig machen können, dass man da so Container auseinandersetzt, nebeneinander, so ein kleiner Containerbahnhof quasi macht. Ansonsten, wie gesagt, ein schöner Mod, ein schönes Pack. Es sind ja insgesamt drei Packs, Entschuldigung. Wie gesagt, nochmal das Volvo mit Hänger und diese zwei Container sind dabei, noch einer. Dann gibt es ein reines Container-Pack, das heißt einfach nur Container 20 und 40 Fuß. Da ist dann auch dieser Zugmaschine dabei, sprich der Auflieger und die Zugmaschine. Und das dritte Pack ist einfach nur Container mit URL-Script. Das war's im Großen und Ganzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen da. Oder abonniert meinen Kanal, das würde mich auch sehr freuen. Schreibt was in die Container, was ihr davon haltet. Ich finde es cool. Wie gesagt, das ist eine schöne Spielerei. Mit sowas spiele ich lieber wie mit einem, was weiß ich, Feuerwehr- und Rettungswesen-Gedöns. Weil das passt ein bisschen eher noch zu LS17. Beziehungsweise eben, gerade wenn man Produktionsskripte drin hat und viele Firmen wie auch Südhammer, Nordfriesische Marsch, Great Country oder auch die Intal, da ist das einfach nur toll. Wie gesagt, man könnte nur den LKW und beim Hänger die Felgen und die Reifen verbessern, aber das habe ich euch schon bei dem anderen Mod erklärt. Dieses Brückenpack, jetzt weiß ich, wie das heißt, dieses Brückenpack, da ist ja das allergleiche wie. Das ist halt Eastside Modding, das ist ihre Spezialität, ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Das einzige coole ist eben beim Auflieger für die Container, aber keine andere Zugmaschine davor spannen, ob es ein MAN, ein Mercedes oder ein Mack oder ein Lizard oder ein Kenworth ist. Das ist das einzige coole. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei Rock Power TV, euer Rock Power. Tschüss, bis dann!